So, ihr Lieben, wir sind auf dem Rückweg. Es ist der Teil 2. Wir waren im Aldi gewesen. Aber den CD-Player, der war weg. Das hätte ich nicht gedacht. War dann schade und war dann schon vergriffen. So, wir gehen wieder über den Park. Hier sind wieder diese Maiglöckchen. Und nach dem Aldi waren wir auf dem Spielplatz. Ja, dann ist mein Kleiner so langsam aufgewacht. Und ja, wir sind jetzt vom Spielplatz schon eine halbe Stunde wieder gelaufen, um hier hinzukommen. Jetzt gehen wir aber auch noch mal eine halbe Stunde, sind wir zu Hause. Und das war richtig schön. Also auf dem Spielplatz waren wir, ja, ich würde sagen, über eine Stunde auf jeden Fall. Oder eine Stunde 20 oder so. Der war richtig schön und da war auch noch eine andere Mutter. Mit der konnte man sich auch unterhalten. Die hatte einen Sohn, der war ein Jahr jünger. Dann haben die beiden so ein bisschen gespielt. Ja, und dann war da noch ein Vater mit einer kleinen Tochter. Ja, war so ganz nett beim Spielplatz. Ist nur halt ziemlich weit. Dadurch, dass wir morgen nicht zur Spielstube können, also zur Spielgruppe, sag ich mal, gehen wir morgen mal zu einem anderen Spielplatz hin. Der ist ungefähr auch so weit, aber in die andere Richtung, wo die große Baustelle ist. Das machen wir dann morgen. Ja, morgen wollte ich noch Kartoffelpfannkuchen machen und Apfelmus. So ein bisschen vorbereiten, werde ich heute Abend machen. Und jetzt gehen wir diesen ganzen Weg zurück. Aber ich habe im Aldi habe ich zwei Wimmelbücher gekauft. Einmal von Peppa Wutz. Hier sind nochmal so Flugzeuge, so richtig große. Ja, eins von Peppa Wutz und das andere war so mit Tieren. Ja, das eine von Peppa Wutz, das war auch richtig toll. Ist so auch ab 3 Jahre. Da denke ich mal, dass ich das erstmal verstecken werde. Und das werde ich dann, also für den Geburtstag. Und das andere bekommt er dann nachher. Ja, also ich denke mal, dass ich jetzt vermehrt zu Spielplätzen hinlaufen werde. Einfach weil wir nicht so hinten im Garten spielen können, weil ich Rasen gesät habe. Und das soll nicht so gut sein, wenn man da jetzt rumbuddelt oder rumläuft. Deswegen versuche ich das ein bisschen so mit Spielplätzen so auszufüllen. Die Zeige, die wir im Garten können. Aber das kann ich, halte ich jetzt auch keine, weil es rund 5 Wochen mehr. Also ohne Garten, weil ich muss ja auch weitermachen beim Garten hinten. Aber so, dass so einige Zeit, dass wir der nicht so oft im Garten sind. So habe ich mir das gedacht. Also wir haben hier schon auch noch einen anderen Spielplatz, aber der ist nicht so schön. Das ist alles irgendwie ja, eher so für ältere Kinder. Und deswegen gehen wir morgen jetzt zu einem anderen Spielplatz. Testen wir einfach mal so. Wir spielen uns hier einfach mal so aus, auch wenn wir so lange immer laufen müssen. Aber ich kann das dann immer so gut kombinieren. Mit dem Mittagsschlaf von meinem Kleinen, dem Schläfer im Wagen. Und ich nehme euch dann einfach so mit auf so einen Spaziergang. Also wenn ihr Lust habt. Und mit dem Schneideprogramm muss ich dann auch wirklich noch mal gucken. Ja, was ich auch noch erzählen wollte, ich habe Freitag, habe ich ja dieses Watch Me Bügelvideo gemacht, Watch Me. Und ja, dann habe ich danach nochmal richtig viel alles weggebügelt und ich hatte einen Tag keine Bügelwäsche, das war so toll. Ich hatte dann übers Wochenende so ein bisschen noch und wenn ich nachher Wäsche noch abnehme, habe ich noch Wäsche zum Bügeln und dann werde ich später auch noch bügeln. Weil das ist so ein erleichterndes Gefühl, wenn man keine Bügelwäsche hat. Ja, das werde ich dann so einiges hier noch machen.
Ich habe noch so zwei große Osterhasen, die ich heute auch noch wegräumen muss in den Keller. Also einige Sachen noch so zu tun. Also da hinten auf der rechten Seite, sag ich mal, da ist diese Parallelstraße zu hier. Und hier ist es natürlich viel ruhiger, deswegen gehe ich hier immer so spazieren. Also, ich habe einmal gerade Pause gemacht, weil mein Kleiner was wollte. So, und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Ich habe nichts zu trinken für mich mitgenommen. Das habe ich schon irgendwie auch ein bisschen Durst. Aber naja, ich nehme dann immer was ja, für meinen Kleinen mit. Aber ich dachte, dass wir gar nicht so lange unterwegs wären. Aber wir waren durch den Spielplatz, weil wir natürlich viel, viel länger unterwegs. Ich habe beim Aldi auch noch so ein paar Kleinigkeiten geholt. Ich hatte so Schokobrötchen geholt und so ja, Reiswaffeln mit Joghurtbezug, also Überzug mit Vanille. Das schmeckt eigentlich so ganz gut. Und dann hatten die so kleine Snickers im Angebot, hatte ich auch noch mitgenommen. Ja, und das war es ja eigentlich dann auch schon so. Hier ist es so ein bisschen bergauf, so leicht. Aber es ist halt wirklich nicht viel los. Da können wir auf jeden Fall heute gut schlafen durch diese viele frische Luft. Das muss man halt einfach nochmal so ausnutzen. Also vereinzelt war es manchmal ganz schön kalt. Ich habe auch noch so mein Stirnband an. Das habe ich zwischenzeitlich auch mal abgenommen. Aber es ist dann auch echt schön warm dann auch noch. Also schon noch ein bisschen kühler so. Also es wurde so angesagt, dass es so 5 Grad ist. Ich denke mal, dass wir morgen dann auch noch mal, wie schon gesagt, ich habe irgendwie gar nichts so, was ich so erzählen könnte. Aber morgen werde ich so ein bisschen anders gehen, dass mein Kleiner erstmal die Baustelle erstmal nicht so sieht. Und wir erst auf den Spielplatz gehen und danach dann zur Baustelle. Je nachdem, also so wenn er schläft, dann passieren wir erstmal die Baustelle und dann erstmal zum Spielplatz. Ich muss mal gerade gucken. Mein Kleiner ist jetzt nicht eingeschlafen oder so. Nein. So. Jetzt ist es nicht mehr weit. Hier räume ich gleich mal so ein bisschen noch Müll ein. Ich habe da nur so ein paar Taschentücher hingetan. Und jetzt geht es erstmal weiter. Wir haben noch so ein bisschen Reste Pizza vom heute Mittag. Ich hatte gestern wir haben späten Nachmittag Pizza gebacken und da hatte ich den Teig fertig gemacht, als wir bevor wir gestern spazieren gegangen sind. Und jetzt haben wir noch so Reste. Wir haben halt heute Mittag schon ein bisschen Pizza gegessen und jetzt werden wir gleich auch noch mal die Reste essen. Und morgen gibt es Kartoffelpfannkuchen. Ich glaube, wir gehen hier einmal durch und gehen wir zum Ausgang. Also ihr Lieben, macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video.